Herzlich willkommen zum heutigen Citizen Science Seminar. Das ist eine öffentliche Lehrveranstaltung, die sowohl von Studierenden der Universität für Bodenkultur als auch von externen Personen besucht werden kann. Und auch heute begrüßen wir wieder zahlreiche neue HörerInnen. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, mein Name ist Daniel Dörler und gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Heigl führe ich durch das Seminar, das viermal pro Semester stattfindet. Und in dessen Rahmen sich verschiedene Citizen Science Projekte, die alle auf der Citizen Science Plattform Österreich forscht zu finden sind, vorstellen und im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. Die Fragen können, wie mein Kollege Florian schon in den Chat geschrieben hat, jederzeit dann über den Chat beziehungsweise auch über das Fragen- und Antwort-Tool gestellt werden. Florian und ich sammeln diese Fragen dann und stellen sie am Ende des Vortrages an den heutigen Gast. Und bevor wir gleich zum heutigen Vortragenden kommen, noch kurz eine administrative Information für alle Studierenden. Bitte vergessen Sie nicht, sich in BocoLearn in der Teilnehmendenliste einzutragen, damit Sie am Ende des Semesters eine Teilnahmebestätigung erhalten, sofern Sie 3 von 4 Vorträgen gehört haben. Sollten Sie eine Note benötigen für diese Lehrveranstaltung, dann müssen Sie noch eine Seminararbeit zu einem der Vortragsthemen verfassen. Alle Detailinfos dazu finden Sie natürlich auf BocoLearn. Unser heutiger Vortragender ist Ronald Würflinger, Geschäftsführer der Stiftung Blühendes Österreich und Projektleiter des Projektes Schmetterlinge Österreichs. Er hat an der Universität Wien und an der Universidad de Valladolid in Spanien Geschichte studiert und war bereits während des Studiums ehrenamtlich im Umweltbereich tätig, zum Beispiel beim Österreichischen Alpenverein oder auch bei Service Civil International, wo er später auch im Office Management und als Chairman tätig war. Danach betreute er mehrere Projekte, unter anderem für die Donau-Niederösterreich Tourismus GmbH, bevor er dann Geschäftsführer des Naturparks Jauerling-Wachau wurde. Seit 2015 ist er nun Geschäftsführer der Stiftung Blühendes Österreich. Sein Lebenslauf zeigt also ganz gut, dass er im Umweltbereich sehr viele Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Perspektiven sammeln konnte. Und in seiner Tätigkeit für Blühendes Österreich kooperiert er außerdem mit vielen verschiedenen Partnerinstitutionen wie Universitäten, Fachhochschulen, Ministerien, Verwaltungsbehörden, NGOs, Jugendorganisationen oder Nationalparks, noch vieles, vieles mehr. Und wir freuen uns jetzt natürlich sehr, aus diesem breiten Erfahrungsschatz hören zu dürfen und einen Blick hinter die Kulissen des Projekts Schmetterlinge Österreichs werfen zu können. Und damit, lieber Ronald, gehört die Bühne dir. Ja, hallo, danke für die nette Einführung, Daniel. Servus, Florian. Danke für die Einladung in dieses meiner Meinung nach super hochwertige Angebot der BOKU, dass man sich auch da praxisorientierte Naturschutz- und Biodiversitätsprojekte anschaut im Citizen Science-Bereich. Was erwartet euch hier in den nächsten paar Minuten? Ich möchte euch ein bisschen einen Einblick geben, so warum haben wir das gestartet? Was war unsere Motivation im Hintergrund? Dann kurz ein bisschen erklären, wie das in unsere Stiftungsaktivität reinpasst, wie es Blühendes Österreich, was sind wir überhaupt, warum tun wir was und warum fokussieren wir auf die Schmetterlinge und auf den Schwerpunkt Insekten. Und dann möchte ich das an 3 Schwerpunktthemen euch ein bisschen nahelegen, wie wir das Citizen Science Projekt einfach angegangen sind und wie wir das auch wirklich gestartet haben. Also so diesem Schwerpunkt einerseits, okay, was ist Wissenschaft, andererseits eben quasi die Bürgerinnen und Bürger, die ich da jetzt als Community definiert habe. Ja, also wirklich dieser Impact und dieses Empowerment, das wir eigentlich durch die Teilnehmer erst erreichen. Und ich freue mich, dass ja anscheinend sehr, sehr viele Teilnehmer in unserer App, unsere Community, der Teil des Vortrages ist. Also ich möchte auch recht herzlich begrüßen, also beide Gruppen, die da jetzt anwesend sind. Und auch dann ein bisschen reinschnuppern, okay, was heißt Kommunikation und Kampagnenarbeit, was haben wir dazu gemacht? Und dann zum Schluss natürlich, was ist der wissenschaftliche Impact? Was ist da der Outcome? Was ist der Output? Und auch so ein bisschen, wo ist noch Potenzial? Was geht? Was kann man tun? Und ich würde mal sagen, abgesehen von dem Überblick, es geht natürlich um unsere App. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, ganz wesentlich an dem ganzen Projekt, was wir da getan haben, ist eigentlich der Satz, geht nicht, gibt's nicht. Ja, also mein ganzes Learning in den letzten 10 bis 15 Jahren im Nachhaltigkeitsbereich ist immer, geht nicht, gibt's nicht. Ja, also vieles ist durch Experten schon durchgekaut, ja, und man kommt dann raus aus dieser Ebene, aus der Universität und man geht in einen Sektor rein, der sehr wissenschaftlich geprägt ist, vor allem der Naturschutzbereich. Ja.
Aber man kann da immer noch sehr toll neue Zielgruppen erreichen, neue Angebote schaffen und auch wirklich im Kommunikations- und im Medienbereich einfach da nur einen Mehrwert bringen zum Thema Biodiversität. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch die große Schleife. Was heißt Klimakrise, Klimaschutz? Ja, warum verstehen das die Leute nicht? Was kann man machen? Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir dann durch das Thema Schmetterlinge und natürlich auch das Thema Insektensterben einfach da mit unserem Angebot und dem Citizen Science Projekt dann schon ein bisschen in diese Nische gegangen sind und das ziemlich aufgewertet haben, das Thema. Und das möchte ich euch die nächsten 30 Minuten noch ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, ihr seid nicht unzufrieden. Es gibt keine PowerPoint-Präsentation. Ja, ich sage immer, PowerPoint ist wie ein Vollrausch im Jugendalter. Es sterben so viele Gehirnzellen ab, die Vorbereitung ist ganz, ganz schlimm und am Ende bleibt nicht viel übrig. Ich werde einfach frei drüber reden. Ich kenne mein Projekt, ich betreue das seit 7 Jahren sehr, sehr intensiv. Und ich kann nur das Angebot stellen, abseits von der Community und auch von den Studierenden. Ihr könnt es gerne an uns dann konkret Fragen stellen. Ihr könnt euch an unser Büro wenden. Also wenn es da Interesse gibt etc., dann sind wir offen für Austausch und freuen uns einfach über, oder ich freue mich auch über wirklich persönliches und konstruktives Feedback. Also da sind wir offen. Blühendes Österreich. Ja, wer sind denn wir? Ja, völlig wahnsinnig. Biller finanziert Naturschutz. Das kann sicher nur Greenwashing sein. Also es ist Katastrophe. Ja, also wieso macht es denn so ein großes Unternehmen? Die REWE gemeinsam mit Biller, ja, ist einer der größten Firmen in Österreich. Über 80.000 Mitarbeiter. Ihr kennt die Firmen, ihr geht da wahrscheinlich auch selbst einkaufen. Nur das Tüwi alleine reicht meistens nicht aus für die Lebensmittelversorgung. Die REWE hat als einer der ersten Unternehmen schon vor 15 Jahren angefangen, einen Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben und auch ein Klimaziel zu definieren. Und in dieser Nachhaltigkeitsstrategie der REWE, also das ist auch immer mit Bilder gemeinsam, gibt es auch einen Biodiversitätsschwerpunkt, wurde da definiert, weil es gab da eine Kooperation mit BirdLife Österreich, also mit einer zivilgesellschaftlichen Naturschutz-NGO aus Österreich. Und daraus ist entstanden, ob nicht die REWE vielleicht ein bisschen einen ernsthafteren Ansatz gehen kann zum Bereich Naturschutz, dass man da wirklich ein bisschen strategisch auch Geld ausgibt und nicht immer nur so in Einzelprojekte, was bei größeren Konzernen und Firmen ja sehr, sehr schnell passiert. Man macht zwar viel Gutes, aber alles ist immer so einzeln aufgeteilt und nichts fließt zusammen. Passiert auch sehr oft auf Universitäten, aber das wisst wahrscheinlich ihr selbst. Es wurde da dann gemeinsam einfach wirklich mit dem Top-Management dann diese Stiftung gegründet. Ja, Stiftung, sage ich, ein sehr positives Tool mit dem Blick, dass es viel komplexer ist als ein Verein. Ein Verein ist viel einfacher gegründet und auch einfacher wieder abgedreht. Als Stiftung heißt, wir sind quasi verbüchert im Firmenbuch, ja, mit ehrenamtlichen Vorstand. Wir sind auch als gemeinnützige Organisation anerkannt, genauso wie der WWF oder wie Greenpeace. Also da besteht kein Unterschied. Und wir haben auch jedes Jahr eine Prüfung über unsere gemeinnützige Tätigkeit und wie wir auch wirklich arbeiten. Also eine Stiftung muss da jedes Jahr einen Jahresabschluss vorlegen mit einem externen Prüfer. Das hat zum Beispiel ein Verein nicht. Der macht das nur freiwillig oder auch nicht. Also unsere Stiftung wurde 2015 gegründet von der REWE International gemeinsam mit BirdLife. Also das war eigentlich, glaube ich, der schöne, seriöse Schritt weg vom Greenwashing, dass die Naturschutz-NGO gesagt hat, wir gehen damit. Das muss fachlich hochwertig sein und auch bei uns in der Stiftungsurkunde ist genau definiert unsere Schwerpunkte zum Thema Biodiversität, Klima, Natur, Umweltbildung, Wissenschaft, Forschung und auch Beitrag zu Landwirtschaft, also nachhaltige Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung von Gemeinden und auch zum Thema Tierwohl und Artenschutz. Also das ist unser Arbeitsgebiet, so ist es definiert. Und dann sind wir jetzt schon beim großen Thema, okay, warum machen wir dann Citizen Science Projekt? Wir haben uns dafür entschieden, dann 2015, nachdem ich zur Stiftung gekommen bin, dann machen wir ein Citizen Science Projekt zum Thema Klima-Naturbildung. Also wir sehen unser Projekt auch als großes Instrument, um Klima-Naturbildung da in Österreich voranzutreiben. Dazu soll es ein Beitrag sein. Und so haben wir das auch über unseren Stiftungsauftrag definiert. Langjähriges, mehrjähriges wirkendes Projekt zum Thema Citizen Science und die Diskussion war eigentlich ziemlich, ziemlich schnell erledigt, zu welchem Thema wir arbeiten wollen. In unserem Logo ist ein Schmetterling. Ich habe dann ein bisschen herumrecherchiert, recht viel zum Thema Insekten hat es 2015, 2016 nicht gegeben in Österreich. Das ist alles in so einem
Elfenbeinturm drin gewesen und wir haben uns dann entschieden, da wirklich was zum Thema Schmetterlinge zu tun. Bevor wir jetzt ins Projekt reinkippen, möchte ich nur drei, vier Sätze kurz verlieren, was wir als Blühendes Österreich generell tun. Wir sind mittlerweile eine der größten Naturschutzorganisationen in Österreich. Ist ein Trauerspiel für unsere Republik, aber es entspricht leider der Realität, dass man mit ein paar hunderttausend Euro schon einer der größten Akteure in Österreich ist. Wir haben 2015 begonnen und in den letzten 7 Jahren 240 Projekte österreichweit unterstützt. Unter anderem den WWF unterstützt bei Flussrenaturierungsprojekten am Inn in Tirol. Wir haben Welterbestätten dabei unterstützt zum Thema Schafbeweidung, Trockensteinmauern, Trockenrasen, Renaturierungsprojekte. Wir haben Global 2000 dabei unterstützt, eine Multivision-Show für 2000 Schulen zu konzipieren mit 100.000 Teilnehmerinnen zum Thema Biodiversität und Naturschutz. Wir unterstützen Vereine wie Auring im nördlichen Niederösterreich, die wichtigste Raststation für Zugvögel in Österreich. Also quer durch die Bank haben wir auch Landjugendprojekte unterstützt zum Thema Streuobstwiesen. Also unser klarer Fokus ist im Naturschutzbereich zum Thema Biotop- und Habitatschutz einfach Akteure zu unterstützen. Egal, quer durch die Bank, Hauptsache wir können nachweisen mit dem Impact, das sind gefährdete Biotoptypen, werden durch unsere Projektfinanzierungen wirklich maßgeblich verbessert, erhalten oder einfach wirklich zukunftsfit gemacht. Also wir sehen uns da so ein bisschen im Social Entrepreneurship-Bereich. Viele Akteure, die wir unterstützen durch unsere Anschubfinanzierung, leisten sie dann eigentlich die Vorarbeit, damit es auch nicht nur ein, zwei Jahre funktioniert, sondern dass es wirklich 5 bis 10 Jahre da in eine gute Richtung geht. Und erst letzte Woche sind wir von der Europäischen Kommission ausgezeichnet worden. Die vergibt alle 2 Jahre einmal einen Preis für exzellente Naturschutzarbeit und den hat unsere Stiftung letzte Woche gewonnen, als erste österreichische Organisation überhaupt. Und das zeigt, dass wir da anscheinend die letzten 6, 7 Jahren ein paar Sachen gut gemacht haben. Ich möchte aber betonen, eben nicht wir alleine sind ausgezeichnet worden, sondern auch mit den Partnern, die wir finanziert und mit unterstützt haben. Im Stiftungsbereich sagt man immer so nett, das ist der Collective Impact. Also uns geht es auch darum, mit Partnern etwas zu bewirken und da auch erfolgreich zu sein. Und jetzt können wir einen schönen Sprung zur Schmetterlings-App machen. Da geht es auch sehr viel um Partnerarbeit, um Zusammenarbeit und Kooperation. Also Blühendes Österreich, Schmetterling Österreich, es ist jetzt nicht nur unsere Erfolgsgeschichte, sondern da haben wir viele Kooperationspartner. Ich möchte euch da ein paar vorstellen. Ja? Das ist der Peter Hoemer. Der Peter Hoemer ist führender Lepidopterologe Österreichs. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich das Wort gekannt habe. Jetzt geht es mir flüssig vom Mund. Der Peter ist ein sehr lernender Kerl und wirklich ein führender Schmetterlingsexperte, nicht nur in Österreich, sondern wirklich global. Also der ist vorne mit dabei bei der Entdeckung von neuen Arten vom Ural bis Südafrika. Er kennt jeden Schmetterling persönlich im Tiroler Hochgebirge. Er ist wirklich ein Experte ersten Grades. Und als ich vorgeschlagen habe, meinen Vorstand, machen wir da was zum Thema Schmetterlinge, muss ich zugeben, mehr als 3 Schmetterlinge habe ich auch nicht gekannt. Ja, also ich bin plump reingegangen. Ich habe das Gefühl, das interessiert die Leute total. Und wenn ich Schmetterlinge recherchiere auf Google oder irgend sowas, ich gehe in Zeitungsberichte oder in Medien rein, ich finde eigentlich gar nichts zu Schmetterlingen. Und dann habe ich mein Zugticket gekauft und habe den Dr. Hoemer kontaktiert, den ich vorher auch nicht gekannt habe und bin einfach zu ihm gefahren und habe ihm mein Essen bezahlt und dann hat er mit mir essen gehen müssen. Und dann haben wir zu diskutieren angefangen, ob er das für sinnvoll hält, so eine größere Schmetterlings-App zu starten, ob diese Daten überhaupt sinnvoll werden, ob das überhaupt ein Blödsinn ist. Und der Peter Hoemer als einer der führendsten Schmetterlingsexperten hat dann gesagt, das ist heute für eine gute Idee. Hauptsache, ich habe nicht so viel Arbeit damit, aber ich unterstütze euch eh total. Ja? Und mittlerweile ist der Peter von uns ehrenamtlicher Vorstand auch geworden, also mit der Arbeit. Es ist nicht wenig Arbeit für ihn gewesen, aber er war von Anfang an bei uns mit dabei. Und das Schöne war beim Peter Hoemer, er leitet mittlerweile die naturwissenschaftlichen Sammlungen der Tiroler Landesmuseen, dass er auch einfach den Bedarf gesehen hat, wie kann ich denn aus diesem Elfenbeinturm rausgehen und mehr Leute einfach ins Boot zu holen, um sie für dieses Thema auch zu begeistern. Und nachdem ich beim Peter Hoemer war, hat er auch mit seinem Chef gesprochen im Tiroler Landesmuseum, also mit dem Direktor, und er hat gesagt, okay, er darf uns da zeitlich auch unterstützen und darf da quasi für die Privatstiftung Blühendes Österreich da ruhig auch mitarbeiten. Ja, meine Motivation war dann auch über unseren Vorstand, es hat Kontakt zu Global 2000 gegeben
Da habe ich auch eine sehr sympathische junge Frau kennengelernt. Die Leonore. Jetzt ist Ministerin. Ja, also mit der Leonore bin ich ein paar Mal auf einen Café gegangen. Da war sie noch Geschäftsführerin von Global 2000. Und die hat auch keine Ahnung von Schmetterlingen gehabt. Ja. Und wir haben ein bisschen geplaudert und dann haben wir gesagt, die Global 2000 hat eine spannende App gemacht zum Thema Wildbienen. Das haben sie eingestellt nach einem Jahr, ob man nicht dann das Thema überführen, Schmetterlinge mit Global 2000. Und somit haben wir dann eine Kooperation gestartet. Also es ist nicht nur eine App von Blühendes Österreich, sondern gemeinsam mit der NGO Global 2000. Ja, und ihr müsst euch das wirklich so vorstellen zum Thema Kommunikation. Global 2000 kann einen Newsletter ausschicken und der geht an mehrere hunderttausend Leute. Also wenn wir zum Thema Biodiversität und Naturschutz reden, das Schwierige ist einfach immer diese Community zu erreichen und wirklich mit einem österreichischen Projekt in Verbindung zu setzen. Und das war da im Zusammenhang mit Global 2000 hat die Kommunikation und die Zusammenarbeit da am Anfang eben sehr, sehr gut geklappt. Möchte ich da nur was vorstellen? Das ist der Martin Aschauer. Der Martin hat jahrelang die Kampagnenarbeit bei Global 2000 geleitet, unter anderem auch das völlig verrückte Festival im Atomkraftwerk Zwentendorf. Ja. Also ein unglaublicher kreativer Kerl. Und gemeinsam haben wir uns am Anfang überlegt, naja, wir wollen ja nicht irgendwie nur so eine App kreieren und irgendwie online stellen. Das ist ein bisschen plump. Man braucht schon eine gescheite Kampagnenarbeit. Wie können wir denn das starten, dass die Medien auch sagen, die App ist deshalb auch sinnvoll, weil. Und dieses Weil war uns auch sehr, sehr wichtig. Und dieses Weil haben wir dann definiert als einen Report. Und zwar einen Report zum Thema, das soll jeder verstehen können, wie schaut es denn zum Thema Schmetterlinge in Österreich überhaupt aus? Und dann bin ich nur mehr zum Peter Huemer nach Innsbruck gefahren und habe gesagt, Peter, ich brauche einen Report. Und dann hat er gesagt, okay, es gibt echt schon so viele Bücher, was brauchst du denn einen Report? Aber er hat aufgehört zum Widersprechen und hat sich dann hingesetzt und gesagt, okay, er kann das, was er jetzt so weiß, auf 20 Seiten reduzieren. Und das ist unser Report geworden, ausgeflattert. Und ausgeflattert haben wir dann gemeinsam mit Global 2000, mit der Leonore, mit anderen Wissenschaftlern präsentiert. Und ja, das war super. ORF war da, wir haben da quasi die rote Linie dann irgendwie gekriegt mit den Medien. Schmetterlinge in Österreich, das ist leider katastrophal. Ja, also möchte ich da jetzt nicht mit Zahlen zuholen, aber der Satz, der wirklich von allen Medien übernommen wurde, dass der Peter auch definiert hat, die Hälfte aller österreichischen Tagfalter ist bedroht oder vom Aussterben bedroht. Ja, das war die Message, das ist in diesem Report drin. Und aufgrund dieser quasi negativen Szenario dahingehend haben wir dann auch unsere App publiziert. Und haben die im Juni 2016 ist die App dann online gegangen. Aber eben begleitet durch diese mediale Arbeit über diesen Report ausgeflattert, der stille Tod der österreichischen Schmetterlinge. Also ich würde, dass ihr da ein bisschen versteht, geht nicht nur so sehr, dass wir da jetzt eine App publiziert haben, sondern ich glaube, was wir sehr clever zusammen gemacht haben, eben mit Global 2000 und auch anderen Kollegen, die uns da im Hintergrund unterstützt haben, auch wieder Peter Huemer bei der Pressearbeit etc., diese mediale Sichtbarkeit, ja, und auch ein bisschen diesen medialen Kampagnenplan, ja, dass man wirklich sagt, wie schafft man das, unter Anführungszeichen, die Awareness einfach auch für dieses Thema. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ich weiß nicht genau, wie jung ihr seid, nämlich ein paar Wochen, bevor wir die App irgendwie angefangen haben zu bearbeiten, ist diese ganz mediengeile Story aufgekommen, ganz negativ, diese Krefelder Insektenstudie, dass quasi 90% der Insekten von einem Schutzgebiet sind verschwunden. Das hat uns natürlich auch total geholfen, dieses Thema zu platzieren. Schmetterlinge sind auch Insekten. In Österreich gibt es leider keine wissenschaftlichen aktualisierten Daten. Das sind immer nur Einzelarbeiten, aber diese deutsche Mediengeschichte, Krefeld-Studie, also dieses Schlagwort Insektensterben, das wurde genau Ende 2015 oder Anfang 2016 ging das in die Medien. Und das hat uns natürlich auch wirklich geholfen, dass wir unser Projekt da positionieren. Und ja, wir haben die Kampagne gestartet, den Report, sind damit auch durch die Bundesländer getingelt, haben den Report auch runtergebrochen, haben mehrere Pressetermine gemacht und dann sind wir mit der App
rausgegangen. Und dann ist es spannend gewesen. Wir waren ja sehr vorsichtig, weil wir haben gesagt, naja, wenn wir da 500 Teilnehmer kriegen, würden wir uns schon sehr, sehr freuen, weil es ist so ein Nischenthema, wissen nicht wirklich, wie die Leute darauf reagieren. Und es war dann so, nach dem ersten Jahr haben wir schon ungefähr 5.000 oder 6.000 Teilnehmer gehabt in der App. Und war natürlich ein großer Erfolg. Es gibt noch andere größere so eine Naturbeobachtungsplattform vom Naturschutzbund, ist sehr breit aufgestellt, ja, zu allen möglichen zoologischen und auch Flora-Gruppen. Wir haben uns da als blühendes Österreich immer gedacht, nee, wir wollen halt sehr stark in dieser Nische bleiben, ob es überhaupt Potenzial gibt. Und das Schöne war, im ersten Jahr haben wir da wirklich erlebt einen unglaublich guten Zuspruch und wir haben auch wirklich medial einfach, ist es sehr gut aufgenommen worden. Man kann eigentlich nur was in die Kamera halten. Wir haben so Presseclip-Links dann gesammelt. Ja. Jede Seite ist ein Beitrag in einem Medium. Und das alles zum Thema Schmetterlinge. Also vom Standard über den Kurier, über den ORF, über FM4. Also es war das Schöne, dann auf einmal hat der FM4 bei uns angerufen. Wir haben für FM4 Interview gegeben zum Thema Schmetterlinge. Und von Ö1 über Jugendmagazine, ja, über andere Vereine. Also das Thema ist extrem gut angekommen und vor allem im Citizen Science Bereich. So breit ist dann das Angebot in Österreich auch nicht gewesen, gerade am Anfang. Also es hat sehr gut eingeschlagen. Jetzt will ich einen Schwenk machen zum Thema Wissenschaft und Forschung. Da stelle ich auch noch mal einen Kollegen vor. Das ist der Helmut Höttinger. Helmut Höttinger ist neben Peter Hoemer in Ostösterreich auch ein führender Schmetterlingsexperte. Den haben wir auch ins Boot geholt, weil der Peter Hoemer hat keine Zeit gehabt, um uns wissenschaftlich intensiv zu begleiten. Also ich habe noch weitere Schmetterlingsforscher gebraucht. Und kann ich gleich dazu sagen, ich wäre gern auf Frauen zugegangen, aber die gibt es nicht im Lepidopterologenbereich in Österreich. Ja, also Schmetterlingsforschung, Biodiversitätsforschung, im Insektenbereich in Österreich ist sehr old white man. Anderes Thema, aber es kommt Nachwuchs noch. Möchte aber auch da sagen, dass alle Schmetterlingsexperten irrsinnige Sorge haben, die Schmetterlings- und Insekten-Nachwuchs-Leute sterben aus. Es gibt zu wenige. Also, wenn ihr euch spezialisieren wollt, Lepidopterologie, da gibt es Arbeitsplätze, da gibt es Potenzial. Auf jeden Fall, den Helmut Höttinger haben wir auch ins Boot geholt, der ist unser wissenschaftlicher Begleiter. Ja? Also, wir haben die App jetzt nicht nur aus Kommunikation und Mediensicht auch gestartet, sondern wir wollen ja Daten generieren, um da wirklich der Wissenschaft was zur Verfügung zu stellen, das auch ja einen Sinn hat und einen Mehrwert. Und dafür ist der Helmut Höttinger zuständig, der unter anderem auch Lektor auf der WOKU ist, was aber nicht ganz genau, aber jetzt nur aktiv war die letzten 2-3 Jahre. Also er ist quasi selbstständiger Wissenschaftler, publiziert mit bei den Roten Listen Vorarlbergs etc. Niederösterreichs, also auch sehr hochkarätiger Wissenschaftler. Und am Anfang war es wirklich so, die Message war ganz einfach. Wir haben keine Daten. Ja? Also der wissenschaftliche Zugang war wirklich, wie sich Schmetterlinge, wie sie wandern, naja, wie sich Arten ausbreiten, bundesländerübergreifend. Das wissen wir einfach nicht, ja? Weil ja, wir sind nicht Costa Rica und nicht Nigeria, aber in Österreich gibt es kein Biodiversitätsmonitoring. Ich glaube, Costa Rica leistet hier Monitoring, aber Österreich hat kein Biodiversitätsmonitoring. Ja. Wir haben nur einzeln verstreute rote Listen. Die machen die Bundesländer selbst. Zum Teil sind die roten Listen so alt, dass die Autoren schon gar nicht mehr leben. Also schwierig überhaupt, die roten Listen fortzusetzen. Und es wird auch sehr wenig Geld in die Hand genommen, damit die regelmäßig publiziert werden. Also unsere armen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leiden unter massivem Datenmangel in vielerlei Hinsicht. Das heißt, der Beginn unserer App war einfach wirklich so, jede Meldung, jedes Foto, das da reinkommt mit der Technik, dass das auch passt, ja, Standortbestimmung, Uhrzeit, Bundesland, Ort, hat wirklich einen Nutzen, weil wir dadurch nachvollziehen können über unsere Wissenschaftler, wie sich wirklich Schmetterlinge verbreitern, wie sie wandern. Man kann das abgleichen mit den roten Listen und Schmetterlings, diesen einzelnen Monitorings, die 10, 15, 20, 30 Jahre alt sind. Also der Helmut Höttinger hat gesagt, ja, wir brauchen Daten, hat am Anfang aber nicht geglaubt, dass da die Leute mitmachen und dass sie überhaupt Daten kriegt. Gell? Also er ist dann so da gesessen, ja, ein paar Stunden pro Jahr kann ich mehr Zeit nehmen und dann schaue ich mir das an. Also wir bezahlen das schon. Und ich lese gerade Eleonore darauf aufmerksam machen, Monitoring. Ja, es soll ein Monitoring kommen. Die Eleonore Gewessler gibt Gas.
und versucht, ein Monitoring durchzusetzen, nur die Landwirtschaftskammer will es verhindern. Aber das ist eine andere Geschichte, dafür haben wir heute keine Zeit. Wir freuen uns mittlerweile, dass wir jetzt 600.000 Schmetterlingsdaten in unserer Datenbank haben. Und der Helmut Höttinger, der arme Kerl, hat aufgrund der Kontrolle von 100.000 Schmetterlingen eine Sehnenentzündung gekriegt und hat einen Monat in den Krankenstand gehen müssen, weil er so viele Schmetterlinge für uns kontrollieren hat müssen. Das heißt, das Schöne ist, die Daten, der Helmut Höttinger ist Experte und er ist dann auch auf andere Experten zugegangen, ist eine unglaubliche Datenwucht, die wir da reinbekommen haben und er verifiziert das in der App. Ja, also die Schmetterlinge, die da hochgeladen werden, die werden auch wirklich gesichtet. Wir haben am Anfang natürlich den Fokus gehabt, nur die Tagfalter, weil es gibt ungefähr 4000 Falterarten in Österreich und wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf die Tagfalter, weil alle sind einfach zu viel, das kann man nicht abarbeiten, das kann man auch nicht finanzieren. Mittlerweile haben wir auch ein paar ausgewählte Nachtfalterarten reingespielt und der Helmut Höttinger quasi macht einmal im Jahr eine Auswertung, einen wissenschaftlichen Bericht und somit kann er auch wirklich ganz hochkarätige wissenschaftliche Erkenntnisse auch wirklich publizieren. Das macht er auch in Fachmedien, also aus unserer App heraus, aus dem, was die Community da bereitstellt, fließen wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse in seriöse Publikationen über. Unter anderem auch Peter Huemer wieder, unser Kollege aus Tirol, der hat jetzt unsere Daten verwendet für die Aktualisierung der roten Liste Vorarlbergs. Und jetzt kommt dann die rote Liste Tirols. Also da wird dann über unsere Daten auch nachgewiesen, zum Beispiel der Karstweißling ist zum Beispiel eine Schmetterlingsart, der war früher nur im Hochgebirge und mittlerweile hat sich der auf ganz Österreich ausgebreitet und ist aufgrund auch der Klimakrise ist er massiv gewandert und verbreitet sich. Das Schöne ist mittlerweile, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind im Wissenschafts- und Forschungsbereich, wo man jetzt nach 6 Jahren auch mal evaluieren kann, wo sind denn vielleicht die nächsten Schritte, die man setzen kann, dass man auf verschiedene Arten fokussiert und dass wir, glaube ich, mit unserer Community auch jetzt andere Schritte setzen können, weil die Masse an Daten, die wir jetzt bekommen, die spielen wir jetzt schon in die Datenbank aller österreichischen naturwissenschaftlichen Museen ein. Wir stellen die eben Open Data zur Verfügung. Also das war auch unser Ansatz beim Wissenschaftsthema von Anfang an. Das, was der Florian und der Daniel da so cool vorantreiben. Wir wollen ja nicht im Elfenbeinturm sitzen mit unserem Projekt, sondern jeder, der anfragt, kriegt von uns die anonymisierten Daten. Das ist auch so in den Nutzungsbedingungen definiert. Eben Schweizer Forschungsprojekte, Südtiroler, die Forschungseinrichtung, deutsche Universitäten, die melden sich bei uns und wir übermitteln ihnen auch Daten, was sie wollen, wie oft sie das wollen und verlangen eben im Gegensatz nur, dass sie natürlich erwähnen, dass sie von Blühendes Österreich und Global 2000 da die Daten zur Verfügung gestellt bekommen. Was im Wissenschaftsbereich, was natürlich sehr, sehr schön ist bei unserem Projekt ist, dass man natürlich auch gezielt aus hochwertigen Naturschutzgebieten, Europaschutzgebieten auch wirklich Daten kriegt, sehr, sehr wertvoll und hochgradig gefährdete Arten, wie zum Beispiel die Berghexe, ja, die in Ostösterreich vorkommt, dass wir die in einigen Schutzgebieten das erste Mal seit 15, 20 Jahren einfach wieder nachgewiesen haben, weil da zufällig ein Community-Mitglied von uns da die Berghexe fotografiert hat. Also ganz wichtig auch für die Naturschutzforschung, dass man dann wirklich sagt, ja, die Art ist noch nicht ausgestorben, sie ist noch da, das ist wichtig, das Habitat, dieses Biotoptyp etc. Das muss man hier wirklich sollte man weiter erhalten, weiter Schutzgebietsarbeit leisten und so quasi nicht, der naturschutzfachliche Wert ist da nicht mehr gegeben von dem Biotop. Also das sieht man aus einem einzelnen Forschungsprojekt, was für wichtige weitere Details oder wie die Zahnräder funktionieren, dass dann Naturschutz- und Biodiversitätsarbeit einfach wirklich gut funktioniert. Zum Thema Wissenschaft und Forschung, was ich sehr schön sehe, ist, glaube ich, dass wir mit unserer App einfach auch wirklich aus diesem Elfenbeinturm herausgekommen sind. Also der Helmut Höttinger war ja am Anfang auch sehr, sehr skeptisch, was kommt von den Leuten, wie wird das überhaupt, kann man mit denen dann überhaupt zusammenzuarbeiten? Also alle diese Sorge aus der wissenschaftlichen Ebene, was kann man mit Freiwilligen machen? Ja, kann das überhaupt funktionieren? Das haben wir eigentlich alles im Positiven widerlegt und man sieht da wirklich, dass Citizen Science auf einem Niveau, wo man Wissenschaft von Anfang an gescheit einbindet, aber auch in der Kommunikation.
im Community Management gut arbeitet, dass es dann wirklich ein tolles Ergebnis liefert. Und ich bin davon überzeugt, für beide Seiten. Also im Wissenschaftsbereich, glaube ich, freuen wir uns, dass der Helmut Höttinger auch ein begeisterter Citizen Science Fan geworden ist und wir da, glaube ich, vielleicht ein bisschen einen Beitrag geleistet haben, um Citizen Science auch stärker dazu verankern im Biodiversitätsbereich in Österreich. Und möchte auch da wirklich nochmal cool loben, dass ihr überhaupt wisst, dass ihr da mit den coolsten zwei Typen von der BOKU zusammenarbeitet, weil der Florian und der Daniel im Hintergrund mit der Plattform Österreich forscht. Arbeitet irrsinnig gern zusammen, habt das mitgesehen, wie die zwei das gegründet haben. Und das ist schon so ein bisschen rausgehen aus der BOKU, links, rechts schauen, ein bisschen out of the box denken. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Geschichte für die BOKU und generell für alle, die am Citizen Science Projekten in Österreich arbeiten. Anschwenk zum Thema Wissenschaft will ich noch machen, weil ich glaube, der Johannes Rüdisser ist dabei, das habe ich gerade gesehen. Ja, also mittlerweile traue ich mir zu sagen, ich bin ein bisschen ein Schmetterlingsexperte geworden und habe dann viele andere coole Menschen kennengelernt, die sich da wirklich dazu reinhängen, zum Thema Biodiversität, da auch im Wissenschaftsbereich was weiterzukriegen und die sich wirklich einsetzen, weit über den Lohn hinaus, da Projekte anzuleiern. Und wir als Blühendes Österreich haben über die App und über den Peter Huemer auch zum Beispiel den Johannes Rüdisser von der Universität Innsbruck kennengelernt und unterstützen seit mehreren Jahren ein größeres Citizen Science Schwerpunkt Tagfalter Monitoring Projekt, sowohl in Tirol und auch in Vorarlberg. Und der Johannes Rüdisser, glaube ich, wird das hoffentlich bestätigen, ohne dass er jetzt auch reden kann. Er muss bestätigen, er kann nicht widersprechen, dass wir mit Blühendes Österreich da die letzten Jahre, glaube ich, einen schönen Impact gehabt haben, dass wirklich die Schmetterlingsforschung weit über unser Citizen Science Projekt hinaus, dass wir da also Hunderttausende Euro gehebelt haben. Über unsere Finanzierung haben wir auch die Bundesländer dazu eingeladen, die Monitorings mitzufinanzieren, die Universitäten, also Collective Impact, das kann man übersetzen auch in Zahlen. Also wir stellen 100.000 Euro bereit und dahingehend wurden Projekte fast im Wert von 450.000 Euro zum Thema Schmetterlinge mittlerweile finanziert. Und ich glaube, der Erfolg ist vor allem der Weg, diese Projekte werden auch weitergehen ohne uns. Also Anschubfinanzierung und das waren schöne Partnerschaften und da funktioniert wirklich sehr, sehr viel. Und man muss aber auch betonen, Insektenforschung, Biodiversitätsarbeit in Österreich, das hängt immer wieder an Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfern und es gibt da wirklich nur sehr, sehr wenig Menschen, die dann da ganz entscheidend sind, dass da wirklich große Schritte passieren. Aber das kriegt man vielleicht auf der Universität ja auch schon so mit, dass diese Szene klein ist und wenig Budget da ist und viel Kraft von wenigen Personen wichtig sind, um da einfach das Thema voranzutreiben. Ja, dann der letzte Punkt, den ich euch noch ein bisschen nahebringen wollte. Community, unsere Citizens, unsere Bürgerinnen. Für mich war dieses Engagement genauso wichtig wie der wissenschaftliche Impact. Also nicht nur die Wissenschaft hat ja den Nutzen, dass sie dadurch irgendwie einen Beitrag für die Forschung lukriert, sondern wir wollen ja auch den Mehrwert und den Impact auch für die Menschen selbst erhöhen. Also es geht nicht nur darum, für mich geht es nicht nur darum, dass man jetzt froh ist, okay, du kannst dein Foto hochladen und das wird verwertet und wir können nachweisen, was damit passiert, sondern jeder, der unsere App benutzt, der soll ja auch Spaß dabei haben. Der soll ja auch das Gefühl haben, eigentlich mache ich das gern. Ja. Die Wissenschaft ist schon wichtig und mittlerweile ist es ja so, wir haben 22.500 registrierte Citizens. Also wir nähern uns den 23.000. Also unglaubliches Wachstum, unglaublich große Community und in unserer App, da gibt es mittlerweile Millionen Kommentare. Das ist wie so ein kleines Instagram und Facebook gekoppelt, weil in erster Linie geht es um Fotos und die Fotos kann man einfach nicht kommentieren. Und man sieht einfach auch das Feuer und die Begeisterung der Menschen, die da die Fotos hochladen. Ja. Und wir haben natürlich eine Gruppe von 300 bis 500, die sind unglaublich aktiv. Da geht es um tausende Bilder pro Monat, zum Teil ja auch pro Monat und pro Jahr. Aber mittlerweile ist es so, wenn man ein Foto hochlädt, das man nicht bestimmen kann, auch wenn es gar nicht in der App drin ist. Innerhalb von einer Minute wird geantwortet. Irgendjemand meldet sich sofort und gibt einen Hinweis. Das ist dieser Schmetterling, das ist dieser Falter, das ist diese Raupe. Also die sind so mit Begeisterung mit dabei,
Das heißt, dieser Community Impact geht weit darüber hinaus, dass man da jetzt Daten lukriert und der Forschung unterstützt, sondern wir haben jetzt auch vor kurzem eine Umfrage gemacht, die haben wir an alle ausgeschickt, die sich für den Newsletter angemeldet haben, das sind knapp 11.000, da war die Rücklaufquote fast 1.000 und wir haben da auch einfach abgefragt, wie sehen Sie Wissenschaft, Zugang zu Forschung, ist das verbessert worden, wie sehen Sie das Lernniveau zum Thema Insekten, also es war überall sehr gut, ja, das hat was gebracht, das hat was genutzt. Und wir sehen auch diese positive Stimmung, das sieht man auch in der App, weil unter Anführungszeichen, wir haben ja de facto keine Moderation. Diese Moderation könnte man gar nicht mehr finanzieren, das wäre viel zu teuer. Wir brauchen diese Moderation gar nicht, weil es einfach so eine positive Stimmung ist. Es ist einfach nur gegenseitig helfen, gegenseitig austauschen. Und wir wissen mittlerweile auch, dass sie die Schmetterlingsnutzer untereinander auch austauschen, privat und geben sich unglaublich viele Tipps auch zum Thema Gartenbau, Gartengestaltung, was kann man verbessern, Schmetterlingszucht, also vieles können wir gar nicht mehr zusammensammeln und wirklich auswerten, weil sie im Hintergrund quasi die Netze weiterentwickelt haben und das Schmetterlingsthema wirklich sehr, 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 sehr tief in diese Community reingetragen wurde. Und man sieht auch bei den Forschungsaktivitäten unserer Partner in Tirol und Vorarlberg, ja, dass diese Begeisterung einfach wirklich da ist und dass unglaublich viel Motivation besteht, um zu solchen Projekten beizutragen. Aber eben, es geht ums Community Management und wir machen auch regelmäßig Newsletter-Aussendungen. Wir machen diese Auswertungen. Wir versuchen, die eben nicht nur die wissenschaftlich auszuwerten, sondern dann auch auswerten, das ist der schönste Schmetterling des Jahres, ja, die Challenge, man kann die Schmetterlings liken, wer macht die meisten Kommentare, wer lädt die meisten Schmetterlinge hoch, und wir bilden das über unsere Community ab und über Facebook haben wir natürlich auch eine sehr hohe Reichweite, wo wir auch immer wieder coole Schmetterlingsaktivitäten streuen und selbstkritisch muss man leider sagen, es würde natürlich noch viel, viel mehr gehen mit der Schmetterlings-Community, mit den Menschen, aber das ist eigentlich mittlerweile eine klassische Zeitfrage. Ja, man könnte Online-Webinare durchführen, Bildungsangebote, ja, wir haben mit Schmetterlingsexperten geredet, man könnte da Online-Vorträge organisieren. Also es wird irrsinnig viel noch gehen, vielleicht machen wir da die nächsten Monate oder im nächsten Jahr einen größeren Schritt. Aber das Schöne ist, dass der Scientific Part eben genauso so wichtig ist, wie dass sich die Community einfach wohlfühlt und auch widerspiegelt. Und man redet ja wirklich, es ist einfach ein Freiwilligenmanagement, ja. Und dieses Freiwilligenmanagement ist genauso wichtig wie das Projektmanagement per se. Aber das muss auch unterschiedlich definiert werden und es muss auch unterschiedlich organisiert werden. Und es ist auch zeitintensiv und natürlich, es kostet auch Geld. Also man muss ja auch festhalten, dass wir in diese App-Entwicklung mit den ganzen Reports da stecken mittlerweile 350.000 bis 400.000 Euro. Ja, damit wir wirklich dieses Thema so professionell spielen und auch wirklich die Daten professionell auswerten und auch bestmöglich einfach die App am Laufen halten. Ja, und zum Beispiel die App könnte man weiterentwickeln. Wir arbeiten gerade daran, dass wir das Google-Tool für künstliche Intelligenz integrieren, weil aus 600.000 Schmetterlingen ist es mittlerweile sehr gut möglich, eine automatische Schmetterlingserkennung zu integrieren und das kostet natürlich auch Geld, würde aber sicher dazu führen, dass noch mehr Leute in der App mitmachen, weil es dann irrsinnig leicht wird, noch schneller Schmetterlinge zu identifizieren und auch noch schneller irgendwie das der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Aber das Schöne ist, es gibt tolle Entwicklungsmöglichkeiten und es ist unglaublich viel, viel möglich. Ja, 14.43 Uhr, sage ich von meiner Seite, danke. Cool, ich habe keine PowerPoint-Folie gebraucht, passt alles. Könnt natürlich noch stundenlang drüber reden, gerade auch mit diesem Blick, gemeinsam mit den, was die Community auch da wirklich weiterbringt und was die da alles reingemeldet haben, also alleine zum wissenschaftlichen Impact, es ist gewaltig, was da wirklich gemeldet wurde und wie das verwertet wird. Ich möchte mich dann zum Schluss noch bedanken. Blühendes Österreich, wir sind drei Menschen, gell? Blühendes Österreich besteht aus drei Kolleginnen und also ihr seht auch kleine Teams können sehr, sehr viel bewegen, wenn man rundherum einfach auch die richtigen Menschen findet, egal ob im Klimaschutz oder im Biodiversitätsbereich, dann geht was und ja,
freut mich über den, habe mich wirklich gefreut über den Vortrag, und wenn es jetzt irgendwie Fragen gibt oder whatever, dann jederzeit auch Rückmeldungen an uns. Geht einfach an office@blühendesösterreich, es wird auch wirklich gelesen, gell? Wir haben auch einen netten Jump-Umweltpraktikanten, der beantwortet Fragen und leitet sie an uns weiter. In diesem Sinn sage ich danke für eure Zeit und danke für den Vortrag. Ja, vielen Dank. Entschuldige. Ja. Wir möchten uns einfach beide bedanken, weil es einfach so ein spannender Einblick war. Und vor allem in den Hintergrund auch, den bekommt man ja sonst nicht so zu sehen wie bei dir jetzt. War wirklich, wirklich spannend. Vielen Dank. Ich glaube, Fragen gibt es jetzt mehr als genug zu deinem Vortrag. Ich nehme gleich einmal eine erste aus dem Chat. Und zwar war da die Frage, gibt es einen Datenaustausch mit anderen Meldeplattformen, wie zum Beispiel iNaturalist? Ja, mit iNaturalist, da waren wir mal in Kontakt und da wollen wir das einspielen, aber das haben wir noch nicht hinbekommen. Ja? Aber an dem, dadurch, dass wir die Daten mittlerweile in die Datenbank der naturwissenschaftlichen Museen einfließen, die sind wiederum an eine globale Datenbank angeschlossen, gell? Also fließt das alles mittlerweile sehr, sehr gut zusammen. Also da haben eigentlich wir sehr viel gewonnen, dass wir uns darum eigentlich nicht mehr kümmern müssen, weil wir stellen schon die verifizierten Schmetterlinge zur Verfügung. Also es ist schon sehr hochwertig. Und das steht, das sieht man ja de facto nicht mehr, das läuft im still und heimlich, stellen wir die Excel-Tabelle, die anonymisierte, zur Verfügung und dann geht die in die Datenbank rein. Und da kann eigentlich jeder Wissenschaftler, der will, kann auf diese Datenbank zugreifen. Vielen Dank. Ja, ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist bei Citizen Science Projekten, dass eben die Daten und die Ergebnisse, die generiert werden, dann auch öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Und das hast du sehr gut erklärt, wie das dann im Endeffekt funktioniert, weil es wird nicht nur an einzelne Projekte sozusagen die Daten weitergegeben, sondern gleich sozusagen öffentlich online gestellt, dass jeder damit weiterarbeiten kann, der möchte. Ich habe meine Frage notiert und das ist eine ähnliche Frage war jetzt auch im Chat, und zwar zum Hintergrund der TeilnehmerInnen. Wer macht bei euch eigentlich mit? Wer sind diese tausenden Citizen Scientists? Warum machen sie mit? Ja, wir haben am Anfang die Anmeldung sehr niederschwellig gehalten. Gell? Da waren wir sehr vorsichtig. Also wir haben sehr wenig Daten eingesammelt, ja, weil auch mal sozusagen, wir wollen keine Datenkrake sein. Jetzt haben wir dazu eigentlich leider sehr, sehr wenig wirklich Information. Wir wissen natürlich aus dieser klassischen Analyse, dass ein sehr hoher Frauenanteil auch da ist. Ja? Also ich sage jetzt so quasi fast 50-50. Also das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr ausgewogen. Und natürlich ist die Altersgruppe, aber da haben wir leider auch keine Zahlen dazu, weil man sieht es ja natürlich auch zum Teil bei ein paar Meetings und so. Es ist natürlich ein bisschen die ältere Zielgruppe, wo ich sage 40, 45 plus. Also ist eh der Klassiker. Also schwierig ist es natürlich, junge Leute unter 30, unter 25 oder Studierende dafür solche Aktivitäten zu gewinnen. Aber das ist der Klassiker, wo man einfach merkt, wenn man ein bisschen älter ist, ja, man hat Zeit, man setzt sich damit auseinander und ich kann in meiner Freizeit auch mit meinem Garten das einfach verbinden. Also wo kann ich ohne großen Aufwand mein Freizeitverhalten an das Projekt koppeln? Ich glaube, das ist auch entscheidend. Also wenn ich natürlich in Wien studiere und dann irgendwo extra hinfahren müsste, um einen Schmetterling, dann ist es zu viel Arbeit. Und deswegen, glaube ich, haben wir bei der Rücklaufquote bei der letzten Umfrage auch gesehen, sehr viele Leute haben wirklich angegeben, die Arbeit im eigenen Garten, das hat sich massiv auch durch unsere App zum Positiven verändert. Und ich glaube, das spiegelt so ein bisschen die Zielgruppe auch wieder. Und die Motivation, also warum machen die Leute mit? Oder umgekehrt gefragt, was hat man davon, beim Projekt mitzumachen? Also da war eine der wichtigsten Aussagen wirklich auch, um selbst was zu lernen. Also, aha, es gibt mehr als diese ein, zwei Schmetterlingsarten. Ich glaube, weil man kann in unserer App ja so generell einfach mal reinschauen und mitschnuppern. Ich glaube, es regt auch an, zu sehen, was habe ich denn
wie gut kann ich mich denn selbst noch ein bisschen weiterentwickeln, abgesehen von diesen 3, 4 Schmetterlingsorten, die ich kenne. Und ich will meinen eigenen Garten und auf meinen eigenen Spazierweg ein bisschen erkennen, was sie da tut. Also ich glaube schon, dass der Eigennutzen da im Vordergrund steht, im positiven Sinne. Ich will lernen, was tut sie. Und auch so ein bisschen die Challenge, die Community ist auch da, die ist groß. Ja, und das, wenn ich ein Foto hochlade, es wird auch gesehen. Ja, also es verschwindet nicht in irgendeiner E-Mail-Schublade bei uns, sondern ich glaube, unsere App macht ja jeden Beitrag extrem gut sichtbar. Und das ist, glaube ich, auch eine Anerkennung. Also wenn ich in den Garten gehe oder ich gehe eine Wanderrunde und ich lade den Schmetterling hoch, er wird gesehen. Und das merkt man wirklich und er wird geliked. Also es verschwindet nicht irgendwo still und heimlich, sondern du bist als Community-Mitglied wirklich sichtbar und du wirst wertgeschätzt und Wissenschaftler verifiziert das. Also schon auch diese Wertschätzung, dass die Arbeit dann auch wirklich so nach vorne gestellt wird oder der Einsatz von den Einzelnen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, nicht nur für unser Projekt, sondern wahrscheinlich für alle Projekte. Wenn ihr ein Foto hochladet, dann muss man das einfach sehen. Ja. Ja, und vielleicht an das anschließend. Du hast vorher erzählt, der Austausch, das ist ja schon fast ein Selbstläufer. Die Leute tauschen sich extrem viel aus in eurer App. Braucht es da von eurer Seite noch viel sogenanntes Community Management? Also müsst ihr da viel moderieren? Zum Beispiel gibt es auch Beschimpfungen in der App oder nicht? Oder mischt ihr euch da gar nicht ein? Müsst ihr sehr viel neue Citizen Scientists anwerben, weil immer wieder Leute wegbrechen? Oder wie schaut das bei euch aus? Wie viel Zeit muss man da sich vorstellen, fließt da rein in dieses ganze Community Management bei euch? Also wir moderieren fast gar nichts. Also das ist eigentlich sehr, sehr positiv. Negativkommentare oder so, unter Anführungszeichen, sage ich mal, Shitstorm, sowas haben wir nicht. Kommt dann eher so Kleinigkeiten vor, dass clevere Schüler irgendwelche Schulaufgaben hochladen und die Leute da Unterstützung wollen wegen welchen Aufgaben. Das ist schon ein paar Mal passiert. Aber das sind alles nur Kleinigkeiten, gell? Das ist alles kein Drama. Also das Schöne ist, dass das kaum Moderation braucht. Was wir im Community Management einfach tun, ist das auch, gell, widerspiegeln im Newsletter, zu Aktivitäten einladen, auf Facebook auch Sachen publizieren, die Reporte publizieren. Also das ist sicher pro Jahr so im Schnitt wahrscheinlich 10 bis 15 Stunden pro Woche, wo man sich durchgängig einfach mit dem Projekt auseinandersetzt. Aber eben, es würde ja viel, viel mehr gehen, weil man merkt, wenn man was startet, es wird sicher positives Feedback von der Community und vom Schwarm geben. Das heißt, es wäre eigentlich noch mehr Bedarf da, oder wie? Wahrscheinlich, ja, kann man so definieren. Ich bin davon überzeugt, dass man gerade mit den Top 500 da wirklich noch viel enger auch zusammenarbeiten könnte, vielleicht sie mehr integrieren könnte in unterschiedlichste, vielleicht auch Forschungsfragen, wo man sie explizit anfragen kann, um da zu unterstützen. Also ich bin überzeugt, da wird sicher was gehen. Das muss man sich jetzt sehr genau überlegen, weil man will ja, dass die Leute auch dann wirklich mit Begeisterung dabei sind und dass der Enthusiasmus hoch bleibt. Und das erfordert dann wirklich nochmal extrem viel Hirnarbeit, dass das für beide Seiten einen Gewinn bringt. Ja. Ich sage einmal so, man will ja seine Community auch nicht verbrennen. Das muss alles super passen. Das heißt, ihr habt eigentlich den Plan, schon noch länger an dem Projekt zu arbeiten? Ja, na, wir wollen, für uns ist es unser Signature-Projekt und eine Community mit fast 23.000 Teilnehmern, das ist einfach für österreichische Verhältnisse riesig und wahrscheinlich nicht nur für Österreich, sondern in Europa generell ist unsere App, glaube ich, sicher eine der größten. Ja, ich habe mal so ein bisschen herumrecherchiert. Es gibt natürlich in einigen Ländern wie England oder so, gibt es auch so eine Butterfly Conservation Initiative, die hat natürlich, ich weiß nicht, über 100.000 Teilnehmer, aber in Relation sind wir froh, dass wir so schön gewachsen sind und nein, das wollen wir natürlich nicht aufgeben und ja, auch in der Forschung kann man, glaube ich, wirklich noch großartig dazu beitragen und andere Initiativen damit unterstützen mit den Daten.
Ja, super. Vielleicht eine Frage, interessant für unsere Studierenden oder für andere Personen bei den Zuschauerinnen, die vielleicht selber planen, ein Citizen Science Projekt einmal zu starten zu unterschiedlichen Themen. Ich meine, du bist ja in der glücklichen Lage, über die Stiftung ein Projekt aufbauen zu können. Aber welche Tipps würdest du geben aus deiner Erfahrung heraus? Worauf muss man bei einem neuen Citizen Science Projekt achten? Welche Fehler habt ihr vielleicht gemacht, die man vermeiden könnte in Zukunft? Oder wie soll man so ein Projekt überhaupt finanzieren, wenn man keine Stiftung im Hintergrund hat? Also so ein paar Tipps für Anfänger von deiner Seite. Also unser Zugang war, ein nationales Projekt zu starten. Gell? Also da sage ich mal, vom Budget her, da gibt es ja auch gute öffentliche Fördermittel. Also das Projekt, das wir gemacht haben, hätten wir natürlich eventuell auch über ein Förderprojekt machen können. Das Schöne war aber, mit Förderprojekten bist du immer sehr limitiert in der Kreativität und in den Zeitplänen. Also da denke ich, da haben wir den Vorteil gehabt, dass wir das frei finanzieren haben können. Als Tipp für kleinere Citizen Science Projekte, da bin ich zurückhaltend. Ich bin einfach überzeugt, dass man wahrscheinlich auch auf Bundesländerebene oder auch in einer Gemeinde ein vernünftiges Citizen Science Projekt starten kann. Aber ich glaube, man braucht eine Gruppe. Also wo ist die Diversität? Ja, die Fachfrage ist die eine Frage, und die andere Ergänzung und Unterstützung braucht man eben auch, wie erreiche ich die Menschen, wer macht diese Community-Arbeit, das ist glaube ich genauso wichtig, und sehr oft ist man dann enttäuscht, wenn man zwar, wenn es naturschutzfachlich super ist und die Fachfragen alle da sind, aber dann erreicht man irgendwie nicht diese Teilnehmer, die man sich wünscht, und diese beiden Schienen, egal wo man das startet oder was man startet oder mit wie viel Geld oder mit wenig Geld, man muss ja immer klar sein, wie erreiche ich meine Zielgruppe, wie komme ich zu denen, und sehr oft, glaube ich, ist bei Citizen Science Projekten auf so lokal, regionaler Ebene einfach sehr, sehr schwierig, dass man dann den langen Atem behält, dass das wirklich mehrere Jahre läuft. Ja, also wenn die Citizens sind freiwillig, aber wenn das quasi Projektmanagement auch freiwillig wird, dann wird es schwer, den Atem durchzuhalten. Also aber ich denke, mittlerweile, es gibt so viele tolle Projekte, die auf der Plattform auch von euch gelistet sind, auf Österreich forscht. Da kann man, glaube ich, sehr oft auch bei einigen einfach auch nur mal um Tipps fragen, egal in welchen Bereichen. Gell? Also wenn man wirklich ein eigenes Projekt starten will. Aber man muss auch sagen, gell, was du gefragt hast, was kann man lernen? Also ich habe mir damals ja angeschaut, Citizen Science Projekte, wo man gemerkt hat, die gehen nicht gut. Ja, also wir haben ja auch schon gelernt von guten Projekten und auch von Projekten, die quasi auch nicht gut funktionieren. Und das ist ja im Verhältnis zu vor 15 Jahren einfach auch viel, viel leichter, mal schnell Benchmarks herauszurecherchieren. Was ist eine coole App in Schweden? Was ist eine coole App in Spanien? Was ist irgendwie nicht so gut in Deutschland angekommen? Also man kann unglaublich schnell lernen, was sich einfach im Digitalbereich tut. Das war alles vor 15 Jahren unmöglich. Das ist alles nicht gegangen. Man hat diesen Einblick nicht bekommen. Und allein solche Plattformen wie von euch, da lernt man schon mal sehr, sehr viel, wenn man reinschnuppert. Das ist ja auch ein zentraler Aspekt bei uns auf Österreich forscht, dass man eben voneinander lernt und dass man unterschiedlichste Projekte kennenlernen kann, die mit Citizen Science arbeiten in Österreich. Vielleicht ein Schwenk zum wissenschaftlichen Thema. Die Datenqualität ist ja immer wieder ein Thema bei Citizen Science Projekten. Wie schaut es bei euch aus? Du hast ja erwähnt, dass eure Daten alle kontrolliert werden. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert diese Kontrolle? Und wie viele Meldungen müssen da gelöscht werden oder ausgebessert werden, die da bei euch reinkommen? Ja, also der größte Finanzbrocken-Budget ist mittlerweile wirklich die wissenschaftliche Auswertung, weil alleine letztes Jahr, das waren ja weit über 100.000 gemeldete Schmetterlinge. Also unser Experte, der Professor Helmut Höttinger, der geht ja wirklich durch, der verifiziert online die gemeldeten Schmetterlinge, auch noch Einzelarten, gell? Weil die wissenschaftliche Wertigkeit besteht ja eben darin, ein einzelner Falter als Individuum
kann schon der Mehrwert sein, kann die Neuentdeckung sein. Also es ist wirklich in der App drin, da gibt es das grüne Hackerl, dann hat es der Helmut Höttinger auch wirklich persönlich verifiziert und das ist in der Datenbank, wird es dann auch so abgelegt und abgespeichert, das verifiziert und überprüft. Also das ist wirklich eine Einzelsichtung der Meldungen, wo der Helmut Höttinger schon ein bisschen clustermäßig natürlich arbeitet, gewisse Nachtfaltergruppen, da wird nicht mehr alles durchkontrolliert, weil es einfach zu viele Arten gibt. Aber da hat er mittlerweile, glaube ich, schon so einen auch professionellen Expertenblick bekommen, dass er da in diesem Monitoring und im Screening auch effizienter und effektiver wurde. Und da auch, aber entscheidend ist, er geht wirklich rein und es wird durchkontrolliert. Und es wird wirklich einzeln, gerade bei den Tagfalterarten, wirklich auf Individuenebene wird das verifiziert. Ja. Also was rausgelöscht werden muss in Prozentsätzen, da habe ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist ein gewisser Anteil natürlich auch Doppelmeldungen oder nicht klar zuordnenbar, nicht klar bestimmbar. Ja, da fallen ein paar Prozent schon raus. Aber eben dadurch, dass die Masse so hoch ist, ist das jetzt nicht mehr relevant. Ja, also das ist alles in einem Bereich, die Datengenauigkeit ist einfach immer noch so hoch, weil 50, 60, 70, 80.000 und 90.000 Meldungen da einfach verifiziert worden sind pro Jahr die letzten 2-3 Jahre. Und daran anschließend, wenn die Datenqualität sozusagen so hoch ist und das auch in wissenschaftliche Publikationen einfließt, da war auch eine Frage im Chat dazu, und zwar werden die Daten auch bei nationalen Auswertungen und Berichten, wie zum Beispiel für die FFH-Berichte oder den Umweltkontrollbericht, zur Verfügung gestellt und können die Daten von der Qualität her auch verwendet werden? Ja, also die Datenqualität ist sehr, sehr, sehr hoch. Wenn wir es rausgeben, dann eh nur die verifizierten Daten. So wie die rote Liste, gell, das ist eh dann schon so ein offizieller Bericht eines Bundeslandes. Also dadurch, dass die Daten jetzt wirklich nochmal da reinfließen in diese naturwissenschaftlichen Museen, ja, da können sie jetzt jederzeit abgerufen werden. Also da ist es jetzt für uns gar nicht mehr so einfach nachzuvollziehen. Greift jetzt zum Beispiel mein Experte vom Umweltbundesamt darauf zu oder ein Mitarbeiter vom Naturhistorischen Museum etc. Also ja, die stehen da jetzt wirklich Open Data zur Verfügung. Also die sobald es konkrete Anfragen an uns gibt, geben wir die immer raus. Ja, also gerade vor kurzem Beispiel, es gibt jetzt ein Live-Projekt zur Apollo-Wiederansiedlung in mehreren Ländern. Die haben auch angefragt, ob sie alle unsere gemeldeten Apollo-Daten haben wollen. Ja, haben wir ihnen übermittelt, gell, und stellen wir zur Verfügung. Für jede Anfrage sind wir bereit und geben das gerne raus. Ich glaube, mittlerweile ist im Hintergrund, werden die Daten so weit einfach schon verwendet, dass wir das zum Teil einfach gar nicht mehr wissen. Wir hoffen natürlich, dass angegeben wird, bereitgestellt vom Blühendes Österreich. Aber wenn es eine österreichische Forschungsanfrage gibt, dann stellen wir das natürlich zur Verfügung. Und auch da anschließend daran, du hast ja in deinem Vortrag erwähnt, dass es kein österreichweites Biodiversitätsmonitoring in dem Sinn gibt. Da wurde im Chat widersprochen, dass es sehr wohl ein Biodiversitätsmonitoring in Teilen Österreichs zumindest gibt, und zwar das BINAT-Projekt, wo auch Schmetterlinge gemonitort werden. Ja, das ist sehr regional begrenzt auf ausgewählten Flächen. Gell. Das ist jetzt das ist eher BOKU-Initiative. Ja, eh schön, Einzelinitiative, aber das ist jetzt leider, sage ich mal, kein Projekt der Republik mit mehrjährigem Budget, mehrjähriger Ausrichtung und einfach wirklich bundesländerbreit professionell konzipiert, wie jetzt in der Schweiz zum Beispiel, ja, oder in anderen Ländern. Also es gibt es gibt gute Einzelinitiativen, aber vor einem österreichweiten Biodiversitätsmonitoring sind wir leider weit weg. Ich würde eher sagen, das Traurige ist, die letzten 20, 30 Jahre sind halt weg, weil da fehlen jetzt die wirklichen Datensätze vom Neusiedlersee bis zum Bodensee. Also es ist ja das Erschütternde, wenn man das im Schmetterlingsbereich sieht, wie wenig da wirklich auch in Schmetterlingsmonitoring, Kartierungen da auch investiert wurde, damit man flächendeckend da in Österreich, da gibt es ja nichts. Eben
kann man nur hoffen, dass ein Biodiversitätsmonitoring österreichweit kommt. Dann kann man ja natürlich unterschiedliche Initiativen auch zusammenführen. Aber das ist ein, ja, unter Anführungszeichen, ein teures Projekt. Das ist natürlich de facto nicht teuer, weil es soll ja die Grundlage dafür liefern, um evidence-based Entscheidungen zu treffen in vielerlei Sektoren. Und ja, da brauchen wir noch ein paar Schritte. Ja, um bei dem zu bleiben mit dem Monitoring. Eine Kritik an so Citizen Science Projekten ist ja oft, das sind ja nur Zufallsfunde. Ja, es werden Meldungen von Citizen Scientists eingesandt. Man weiß, okay, zu dem Zeitpunkt war der Schmetterling an diesem Ort, hat aber keine Ahnung, ob vielleicht noch eine andere Art zu diesem Zeitpunkt dort war oder wo gewisse Schmetterlingsarten nicht vorkommen. Das heißt, man hat keine Meldungen zu Nichtvorkommen. Und deswegen ist dann ein Monitoring oft schwierig. Und auch die zeitliche Regelmäßigkeit gibt es bei diesen Zufallsfunden oft nicht. Das heißt, wie würdest du dir den Beitrag von eurem oder generell von Citizen Science zu einem Biodiversitätsmonitoring bei Schmetterlingen vorstellen? Also wir kommunizieren immer nur, wir können Daten zur Verfügung stellen. Gell? Wir machen kein Monitoring. Da sind wir ja ehrlich. Ich glaube, wo unsere Daten jetzt einfach helfen können für auch österreichweites Monitoring, um aufzuzeigen, theoretisch und auch praxisorientiert gesehen, ausgewählte Arten wurden da und da nachgewiesen. Also dort wäre es auch sinnvoll, genauer hinzuschauen. Ja, so wie die Berghexe etc. Da weiß man wieder, okay, wenn man diese oder jene Falterart monitoren will, dann könnte man da hingehen. Das hat die App jetzt einfach schon, wurde nachgewiesen, dass dort diese oder jene Art ist. Und dann könnte man professionelles Monitoring drüberlegen. Also wir sind so ein bisschen wie die Erstspur, die man legen kann, um dann im Nachhinein auch was längerfristigeres oder hochwertigeres an Monitoring drüber zu legen. Aber wir gerade auch im Wanderverhalten zeigen wir einfach auf, diese oder jene Art, jetzt hat einen Sinn, die könnte man auch in Salzburg oder in Oberösterreich monitoren. Das hat man ja vor 20 Jahren, eben war diese Art dort nicht. Wir haben jetzt mittlerweile bei einigen Arten nachgewiesen, sie haben sich verbreitet oder sie haben sich zurückgezogen. Es gibt ja auch leider den umgekehrten Fall. Ja, da leisten wir einfach, ist wirklich Grundlagenforschung, um höherwertigere Forschung vielleicht dazu zu unterstützen. Ich möchte aber nur ergänzen, aus wissenschaftlicher Sicht, ja, ist das die Kritik, ja, ist das jetzt ein Zufallsfund? Ich glaube, es ist aber wichtig zu sehen, für den, der den hochlädt, ist es ein schöner Fund. Und das ist auch wichtig. Ja, also ich muss ja beide Seiten, ne? Also wir freuen uns ja über jedes hochgeladene Foto, weil das macht ja jeder mit Begeisterung. Ja, also ja, kann man vielleicht mal wissenschaftlich sagen, das waren ja 10-15% jetzt nicht so gut, haben wir jetzt vielleicht nicht wirklich verwerten können, aber jeder Schmetterling ist mit Leidenschaft da in die App reingetragen worden und jeder freut sich, dass das auch wirklich da ist und in der App sichtbar ist. Gell? Also man muss, da finde ich es wieder dieses Gleichgewicht, ja eh, es geht nicht nur um eine Forschungsfrage zu beantworten, ich muss ja auch auf die Bedürfnisse der Nutzer eingehen. Also das Foto hat auch einen Wert. Auch wenn es vielleicht der 10.000. Admiral ist, aber für die Frau Müller ist es vielleicht der zweite in ihrem Garten und darüber gefreut sie sich. Also ich sage auch, man soll nicht Abstriche machen, aber man sollte da eine gewisse, eben, wir sind ja raus aus dem Elfenbeinturm. Das ist auch eine Wertigkeit von Forschung. Ja, also vielen Dank. Ich glaube, was eine große Stärke auch an deinem Projekt oder an eurem Projekt ist, ist einerseits eben, dass ihr diese Grundlagen schafft mit den Meldungen, die bei euch reinkommen, um damit auch weitergehend Forschung betreiben zu können, beziehungsweise neue Projekte auch starten zu können. Du hast ja schon gesagt, es wird eben auch an Museen weitergegeben, werden die Daten weitergegeben in anonymisierter Form und auch an ForscherInnen, die anfragen, die damit auch noch was machen wollen. Aber ihr habt ja mit der Stiftung auch diese Möglichkeit, Dinge dann auch wirklich konkret umzusetzen, was ja auch oft eine Kritik an der Wissenschaft ist, dass dann oft Dinge dann nicht konkret in irgendwelche Aktionen führen,
führt in den meisten Fällen bei uns an den Universitäten natürlich auch ein bisschen zu weit. Aber gab es da schon wirklich ganz konkrete Sachen, die ihr umsetzen konntet auf Basis dieser Daten, die jetzt in den letzten Jahren auch gesammelt wurden? So in ganz konkrete Schutzprojekte, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt schon sehr, sehr viele Initiativen unterstützt, um naturschutzfachlich irgendwie Habitate zu schützen. Sind dort die Daten aus dem Schmetterlingsmonitoring oder Schmetterlingsbeobachtungen eigentlich auch schon eingeflossen oder die Erkenntnisse daraus, sagen wir so? Also, dass man das direkt abgleicht mit Projektflächen, ja, das haben wir so noch nie in Betracht bezogen, weil die Projektpartner, die wir unterstützen, die dann naturschutzfachlich sehr genau nachweisen, was sie da tun. Also sehr oft gibt es Projekte, wir fordern da ja auch immer nach, die Leitarten auch hervorzuheben, die auf der Fläche dann sind. Also das sind ja sehr oft auch Schmetterlingsarten. Ja, wir verweisen natürlich dann immer auf unsere Schmetterlings-App, dass man die auch mitspielen kann. Aber dass wir eins zu eins quasi sagen, dort wurden so und so viele gefährdete Schmetterlingsarten gefunden, dort sollte man ein Schutzprojekt starten. Nee, so in dem Sinn sind wir noch nicht vorgegangen. Ne? Ja, war eine spannende Überlegung. Ja? Vielleicht könnte man das genauer nochmal anschauen. Mhm. Ja, ist vielleicht auch noch ein bisschen, ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht noch ein bisschen früh, weil normalerweise hat man, wenn man so ein Citizen Science Projekt startet, dauert es jahrelang, bis man so viele Daten zusammen hat wie ihr, dass man dann auch wirklich schon beginnen kann, sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, was kann man jetzt konkret auch verbessern und umsetzen. Mhm. Aber ja, ich glaube, die Daten bieten auf alle Fälle ein Potenzial dazu, vielleicht auch in Zusammenarbeit dann mit oder in Kombination mit weiterer Forschung zu einzelnen Arten. Was wir auch bekommen haben im Chat, sind Anfragen. Hast du irgendwo einen Link, den du vielleicht in den Chat stellen kannst zu diesen Auswertungen vom Helmut Höttinger etc., wo man das auch findet, weil da gibt's großes Interesse daran, damit wir das dann gleich an die TeilnehmerInnen auch weiterleiten können. Ja, stelle ich gleich rein. Okay, ja, super. Vielen Dank. Vielleicht während du suchst. Wir waren ja jetzt schon im praktischen Teil sozusagen. Es gab jetzt auch ein paar Fragen im Chat zum Thema, was kann ich tun, um Schmetterlinge in meinem Garten zu fördern? Gebt ihr dazu auch Tipps, beziehungsweise hast du Tipps? Da war eine konkrete Frage auch, wo man überhaupt Pflanzen beziehen kann, die schmetterlingsfreundlich sind, weil da wird im Chat auf eine Studie von Global 2000 hingewiesen, wo die insektenfreundlichen Pflanzen dann mit Pestiziden behandelt wurden. Hast du da irgendwelche Tipps dazu, wo man gute Pflanzen für Schmetterlinge für den eigenen Garten beziehen kann oder generelle Tipps zur Gestaltung von schmetterlingsfreundlichen Gärten? Er darf jetzt offiziell Product Placement machen. Nein. Nein, wir haben auch drei Jahre den da gibt es einen tollen Verein in Niederösterreich, der heißt RGV, der veranstaltet den Niederösterreichischen Heckentag. Jetzt wird es aber ganz abstrus, offiziell dürfen nur Niederösterreicher bestellen und keine Wiener, aber das ist eh nicht so genau. Der Niederösterreichische Heckentag, das sind wirklich Menschen, die sammeln in Niederösterreich die Samen und vermehren hochwertige Sträucher, auch Bäume. Und das kann man im Rahmen vom heckentag.at bestellen und kaufen. Und das ist wirklich auch für den eigenen Garten, das ist das Hochwertigste, was man da eigentlich kriegt in Ostösterreich, heckentag.at. Und wir haben da zum Beispiel entwickelt ein eigenes 10er-Paket Schmetterlingshecke, also 10 verschiedene Hecken. Das ist auch gefördert, das ist wirklich unglaublich hochwertig und unglaublich billig, wo man auch so Pflanzentypen wie statt den Schmetterlingsflieh, da gibt es ja auch das einheimische Pflanzen, die man verwenden kann. Und beim Heckentag, da gibt es diese Fülle an Auswahlmöglichkeiten. Was kann ich wirklich für österreichische Pflanzen, Futterpflanzen, vor allem für Raupen, ja, die Schmetterlinge brauchen ja eh nichts mehr, sondern die Raupen brauchen ja das Futter. Das kann ich wirklich ans Herz legen und ja, das macht wirklich Sinn.
dort einzukaufen. Ich sage immer, man sollte jedem eine Prämie geben, der Kirschlorbeer und die Thuja ausreißt und stattdessen irgendwas Einheimisches setzt. Das wäre total sinnvoll. Also wenn Sie Eltern daheim habt oder irgend sowas, Verwandte, die Kirschlorbeer haben, dann hockt das Zeug um. Gibt das Zitat, eine Betonmauer ist ökologisch wertvoller als ein Kirschlorbeer. Ja. Und das ist aber so diese Boompflanze, gerade in den Baumärkten der letzten Jahre geworden, Kirschlorbeer. Und das ist wirklich ein ökologisches Verbrechen im Privatgarten. Ich habe jetzt einen sehr guten Punkt angesprochen auch noch. Viele möchten ja Schmetterlinge im Garten beobachten, vergessen aber darauf, Futterpflanzen für die Raupen zur Verfügung zu stellen. Ja. Was kann man da tun und kann man bei Schmetterlingen Österreichs auch Raupen melden oder nur die adulten Schmetterlinge? Ja, du kannst da Raupen hochladen. Wir haben ja, die Raupen kann man nicht direkt selbst bestimmen, aber da hilft einem wirklich mittlerweile die Community. Also wenn man eine Raupe hochlädt, ich bin ja selbst immer sprachlos, dass dann nach 17 Sekunden irgendwelche Leute sofort wissen, das ist diese und jene Schmetterlingsart. Also das ist wirklich der Erfolg der Community, dass die einfach schon so hoch gebildet ist. Wirklich und so gut aufgestellt, Raupe hochladen und hundertprozentig kommt da ein Tipp, was für Raupe das und welche Schmetterlingsart das ist. Also das ist wirklich beeindruckend. Das ist wirklich toll. Aber gerade dieses Raupenfutter-Thema ist natürlich sehr essentiell, ja, weil viele Leute haben den Sommerflieder oder den Schmetterlingsflieder im Garten stehen, ja, ist super für die Schmetterlinge zum Anlocken, aber keine einzige Raupe braucht den Schmetterlingsflieder. Ja. Also das Raupenfutter, das ist eben wurscht, ob das über den einheimischen Liguster bis zum Beispiel der Zitronenfalter braucht diesen kleinen Strauch, der heißt Faulbaum. Ja, wenn man den setzt, dann kommen sicher die Raupen vom Zitronenfalter. Also man sollte das in den Garten setzen. Ja. Also ein Sommerflieder ist nicht schlecht, aber daneben brauche ich die einheimischen Futterpflanzen. Und das gibt es wirklich alles beim Heckentag. Da muss man wirklich Werbung dafür machen. Daniel, hast du noch eine Frage zu den Schmetterlingen? Sonst hätte nämlich noch eine Frage zur Stiftung. Ich hätte auch noch eine Frage zur Stiftung, aber in dem Fall lasse ich dir jetzt mal den Vortritt. Vielleicht haben wir die gleiche Frage. Mich würde nur generell interessieren, wie finanziert sich die Stiftung generell? Aus welchen Einnahmen? Ja, wir kriegen einfach ein Stiftungsbudget von der Rewe-Bilder zur Verfügung gestellt. Genau. Und über dieses Budget mit unserem eigenen Vorstand haben wir eigene Naturschutzstrategie und dann entscheiden wir quasi als autonome Institution, wo wir welche Projekte, Aktivitäten umsetzen. Aber theoretisch wäre auch möglich, es könnte auch der OBI an uns 1 Million Euro spenden und dann könnten wir auch Naturschutzprojekte machen. Also, aber die Basis ist einfach die Finanzierung durch die Rewe und den Biller. Okay, das heißt, ihr seid eine unabhängige Stiftung, finanziert zwar durch die Rewe, aber ihr könnt selbst Entscheidungen treffen, was ihr macht. Ja. Weil die Frage kommt sicher auch immer wieder, wenn ihr von Rewe finanziert seid, wie stark bestimmt da der Konzern mit, was ihr zu tun habt, wie ihr zu kommunizieren habt und so weiter. Ja, man kann es ja fast umdrehen. Das Schöne ist ja, dass man mit Top-Manager von einem großen Konzern über Biodiversität redet, ja, auch wenn es nicht oft passiert, aber auf einmal setzt man sich in dem Konzern, man hat jetzt eine Naturschutzstiftung und dann auf einmal ist ja schon das Thema dann da und der Biller hat jetzt auch eine Naturschutz- und Klimaschutzstrategie verabschiedet, ja, weil einer der größten Erfolge der Stiftung ist auch, wir haben mit dem Biller jetzt angefangen, diese Grünflächen zu extensivieren, die er hat. Also wir haben da jetzt auf den ersten Hektaren legt der Biller Biodiversitätsflächen an und setzt auch Hecken vom Heckentag. Also wir setzen Schmetterlingshecken und wir kommen weg von diesen Rasenmäherwiesen. Das ist natürlich in Wien, hat der Biller eh nicht viel Grünflächen. Ja, da ist innerstädtisch eh kaum was da, aber am Land zum Teil, da sieht man schon, da sind wir schon fast ein bisschen Vorreiter, weil wir haben da wirklich auf fast 2 Hektar mittlerweile ganz coole Blumenwiesen angelegt und da geht es so in den Konzern rein, auch ein bisschen intensiver drüber nachzudenken, wie kann ich Biodiversität auch einfließen lassen. Das klassische Thema Parkplatzgestaltung, mehr Bäume, bessere Baumarten, weniger Schnitte etc. Also das sind ganz große Themen. Aber ich sage ja nur,
völlig egal, ob das der Biller ist, der Hofer oder der C&A oder auch, schaut euch mal die Parkplätze von der ÖBB an, die sind genauso desaströs. Ja, also man sieht da unglaublichen Nachholbedarf, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Biodiversitätsmanagement, Begrünung, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Bepflanzung, das ist ein großes Thema. Und ich glaube, es wird natürlich aufgrund von der Klimakrise entscheidend, dass man da einfach wirklich nachzieht, weil man da 10 bis 15 Jahre viel liegen hat lassen an Potenzial und irgendwie an Aktivitäten. Weil wir gerade bei der Stiftung sind, wie wählt ihr dann die Initiativen oder Projekte aus, die ihr mit der Stiftung unterstützt? Weil du hast vorhin gesagt, ihr habt schon sehr, sehr viele Sachen unterstützt, auch Anschubfinanzierung gegeben, dass das Ganze dann auch nachher weiterläuft, ohne dass ihr da noch weiter unterstützen müsst. Wie wählt ihr das aus? Melden sich diese Initiativen bei euch oder recherchiert ihr da vorher und kontaktiert diese Initiativen dann? Wie funktioniert denn das? Na, wir machen es wie die Wirtschaftskammer in Vorarlberg. Wer mehr in seiner Rate zahlt, kriegt mehr Projekte. Na, Scherz beiseite. Wir haben drei konkrete Programme definiert. Ja, wir haben ein eigenes Naturschutzprogramm, das heißt Flora, wo wir Prämien ausschütten über den naturschutzfachlichen Wert einer Fläche. Umso höher die Fläche, umso mehr finanzieren wir den Partner. Das war jetzt der Zeitraum zwischen 5 und 8 Jahren. Ein zweites Programm ist, wir haben wirklich einen Call gehabt, wo wir österreichweit Projekte einreichen haben können bis zu maximal 100.000 Euro, wo wir dann die Eigenmittel mitfinanziert haben. Dann haben wir zweimal durchgeführt den Call, da haben wir insgesamt 55 Projekte alleine dadurch unterstützt. Und dann haben wir einen Schwerpunkt gehabt, im Rahmen der ländlichen Entwicklung gibt es das Programm LIDER. Da werden normalerweise Biodiversitätsprojekte zwischen 60% und 80% gefördert und sehr viele kleinere NGOs etc. können es leider diese Eigenmittel nicht leisten. Und somit haben wir diese Eigenmittel übernommen und ermöglicht, dass die Naturschutzprojekte dann wirklich umgesetzt werden. Und das sind eigentlich diese drei Säulen, die sind wir die letzten 6 Jahre, 7 Jahre gefahren. Und wir haben unter Anführungszeichen, abseits davon haben wir Projekte unterstützt, so wie die Schmetterlingsmonitorings in Tirol und Vorarlberg. Wenn wir Partnerfinanzierungsmittel bekommen haben von Land, also so Hebelung, dann sind wir auch da immer eingestiegen. Also da war immer mein Zugang auch mit dem Vorstand, größere Projekte nur, wenn man gemeinsam hebelt mit anderen Partnern. Eben, wir haben da insgesamt eine Hebelwirkung. Wir haben über 2,5 Millionen Euro für Naturschutzprojekte ausgegeben und insgesamt aber über 5 Millionen Euro waren die Gesamtkosten der Projekte. Also es war so fast ein 50% Hebel, was wir da geschafft haben. Ja, sehr, sehr beeindruckend auf alle Fälle. Und ich möchte jetzt dann schon zur letzten Frage kommen. Also die Zeit rennt ja und es tut mir wahnsinnig leid, dass wir nicht alle Fragen, die im Chat waren, stellen konnten. Aber gerade in den letzten Minuten hat sich doch eine sehr intensive Diskussion entsponnen, wo man denn nicht gute Wildpflanzen in Österreich kaufen kann und bekommen kann. Also vielen Dank dazu. Da sieht man sehr aktive Community bei dir im Projekt. Finde ich echt super. Aber die letzte Frage ist auch eine, die im Chat gestellt wurde. Und ich finde, die passt sehr gut für den Schluss. Wohin soll sich jetzt blühendes Österreich weiterentwickeln und vielleicht dazu anschließend auch noch die Frage, weil du hast einen EU-Preis erwähnt, den ihr bekommen habt, welcher war das? Welcher war das? War der EU Natura 2000 Award. Also die EU vergibt alle 2 Jahre für so exzellente Projektaktivitäten in Europaschutzgebieten einen Award. Ja, und wir haben einen davon heuer gewonnen von 6 Projekten aus ganz Europa. Und das war über dieses Schwerpunktprogramm. Da haben wir in Österreich, wir waren in knapp 30 Europaschutzgebieten aktiv. Ja, das ist vom Welterbe Wachau über nördliches Waldviertel bis Ibmermoor in Oberösterreich. Und wir haben da unterschiedlichste Initiativen 5 Jahre plus finanziert. Und zum Teil haben wir auch ermöglicht, dass neue Naturschutzorganisationen entstehen, so wie der Landschaftspflegeverein Thermenlinie, wo wir quasi da geht es um ein Budget von knapp 1 Million Euro, wo wir da wirklich jetzt maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sie Initiativen wirklich langfristig irgendwie etablieren können und da wirklich die Arbeit von denen gesichert ist. Also für das haben wir den Award gewonnen.
Und wie es mit uns weitergeht, ja, wir arbeiten jetzt an der Strategie 20, wir haben jetzt eine Strategie gehabt, heuer, die endet heuer, quasi jetzt, zwar 2018 bis 2022, und wir arbeiten jetzt an der Strategie 2023 bis 2028. Ja, Schmetterlingsschwerpunkt, eh klar, ist gesetzt, und dann versuchen wir jetzt einfach auch neue Akzente zu setzen. Auch das Thema Lieferkette ist ja sehr interessant, weil in der Landwirtschaft jetzt die Produktion höchstwahrscheinlich da nochmal intensiviert wird. Also im Biodiversitätsbereich wird es eher düsterer werden als positiver. Und also das Lieferketten-Thema ist eine große Geschichte, weil auch wahrscheinlich im Lieferkettengesetz der Europäischen Union vielleicht Ökologie- und Umweltthemen noch verankert werden. Das ist noch nicht fix. Aber auf jeden Fall, und diesen Schwerpunkt LIDER, Mitfinanzierung, Hebelung, das wollen wir auch weiter behalten. Also es sind ein paar so Eckpunkte, wo wir schon wissen, da wollen wir gern weitergehen. Gut, dann herzlichen Dank nochmal für den wirklich spannenden Vortrag und auch allen TeilnehmerInnen im Chat für die angeregte Diskussion. Das war jetzt der dritte Vortrag im Sommersemester 2022. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Vortrag bis Ende Juni, und auf den freuen wir uns auch schon sehr besonders. Das ist am 22. Juni, wieder von 14 Uhr bis 15.30 Uhr und wieder hier via Zoom. Die Informationen zum nächsten Vortrag sind natürlich alle schon auf Österreich Forscht zu finden. Man kann sich auch schon anmelden. Also wer das noch nicht getan hat, bitte einfach auf den Link klicken, der jetzt gerade im Chat gepostet wurde, und sich anmelden. An die Studierenden, die noch im Call sind, bitte nochmal die Bitte, sich im Bokulearn in die Teilnehmendenliste einzutragen, sofern sie das nicht schon getan haben. Und ganz generell, wenn Sie mehr über Citizen Science erfahren möchten, dann möchte man natürlich die Plattform Österreich Forscht empfehlen oder auch den Besuch der österreichischen Citizen Science Konferenz vom 28. bis 30. Juni bei der Innature Erlebnis Naturschau in Dornbirn. Und damit möchte ich Ihnen allen noch einen wunderschönen Nachmittag wünschen und freue mich schon auf unseren nächsten Seminarvortrag. Und herzlichen Dank nochmal an dich, Ronald.